Ja. Alle. Du hast alle. Alle. Ja. Aber bevor du da jetzt zum Schlussakkord ansetzt, ja, wir haben ja in unserem, ja, ist ja wahr, ne? Ja. Wir haben ja in unserem Buch ja auch die Next Generation drinnen, ja. Und da ist es vor allem auch um das Thema Dialekt gegangen und so, ja. Also bloß, weil Seiler und Speer, und das ist ja alles passiert aus dem Grund, weil es im Radio nicht gespielt wurde, ja. Vorher. Und dann haben sie die alle gedacht, scheiß, wir machen, was wir wollen, weil wir eh nicht im Radio gespielt. Und dann hat man gemerkt, was für Kraft es im Untergrund entwickelt hat und wie sehr man in diesem Land auf den eigenen Zungenschlag steht. Ja. Und solche Leute haben wir auch drinnen, unter anderem den Nino oder Voodoo Jürgens und dergleichen. Den Stipsitz. Den Stipsitz, ja. Ja. Aber es gibt da jemanden, und sie ist heute hier und sie wird mich jetzt wahrscheinlich irgendwie, sie wird mir die Ohren abschneiden. Es gibt aus Oberösterreich, sie lebt jetzt in Wien, die Christina Kosig. Richtig, ja. Christina Kosig. Habe ich auf der Anmeldeliste. Und ja. Die Gangband. Ja, ich habe sie ja schon irgendwo gesehen. Teenie, ich darf Teenie zu ihr sagen, ja. Muss man sagen. Die sind großartig. Schaut euch das an auf YouTube. Schaut euch das an. Die sind super. Eine rotzfreche Göre, ich darf das sagen, Teenie, ja. Die im Dialekt singt, die rocken da dahin. Sie hat jetzt da oben immer so was wie eine Antenne, wie diese, wie heißen die? Diese Teletubbies, ja, mit ihren Haaren so ähnlich. Also daran erkennt sie. Sie ist großartig und ich wünsche wirklich eine großartige Zukunft, weil sie gut ist und weil sie nichts scheißt und das macht, was ihr Spaß macht. Und wonach müssen wir auf YouTube suchen, dass wir das finden? Christina Kosig. K-O-S-I-K. Genau, ja. Und Band. Super. Vielen Dank. Ich muss darf ich noch kurz. Ich habe ja die Freude gehabt, die Christina schon vor einiger Zeit kennenzulernen. Sie hat nämlich ein Lied über Wien geschrieben. Und ich mache mit dem Walter Gröbchen zusammen jedes Jahr einen Sampler, der heißt Wien Musik, mit dem jeweiligen Jahr dazu, also heuer 2021. Und durch irgendeinen Zufall bin ich auf die Nummer gekommen und bin mit ihr in Kontakt getreten und sie hat uns tatsächlich die Nummer zur Verfügung gestellt für diesen Sampler. Eine Oberösterreicherin singt über Wien. Sensationell. Buff. Aber was ganz toll ist, das muss ich jetzt auch noch sagen, die Familie Kosig ist ein Gastronomenunternehmen, ja, die haben ein Wirtshaus gehabt dort und die haben ein Würstelstand. Ja. Das an der Donaubrücke dort. Und dieses in Linz, ja. Linz. Aber dieses Würstelstandl ist irgendwie so was wie der Nukleus, wo die Geschichten herauskommen. Ja, was die Leute dort, dann so ihre Schwester, die brät dort auch die Würste und Posen und so weiter. Und die hören ja den ganzen Tag Geschichten. Ja, und das findet Einfluss in die Liedtexte zum Teil. Super. Und da gibt es auch Videos, gespielte Szenen, ja. Das müsst ihr euch anschauen. Das ist wirklich großartig. Das werden wir uns als große. Es gibt ja jetzt